Der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Ja, einfach nochmal Halt's Maul. Ja, erstmal Mutti fragen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es, ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Wieso ist sie denn voller Blut? Gute Frage. Es ist doch Caitlin gar nichts passiert. Die Amputation war doch, hat ja doch Ryan alleine gemacht. Was ist denn denen nochmal passiert, dass die auch voller Blut sind? Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht immer noch wegen Nick, als der geplatzt ist? Oh ja, stimmt. Der ist ja geplatzt. Der ist geplatzt, ja. Ja, wir sind mal ein bisschen neugierig, oder? Na klar. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Ich erschieß dich. Also aggressiv sollten wir hier gar nicht werden. Diese Dialogoption, die da unten auch steht, ne? Ich erschieß dich oder was soll das werden? Ja, misstrauisch. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. Ja, du solltest es ihr nicht geben. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Gute Frage. Warum sollte er das denn wissen? Er ist doch bloß Aufpasser da im Camp, oder nicht? Also man kann mit Ryan auch die ganze Zeit das bockige kleine Kind spielen, ne, was jetzt den Streit verloren hat. Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Wieso ist es sarkastisch, wenn wir Chris Hackett am Leben lassen wollen? Das weiß ich auch nicht. Ich will ihn eigentlich schon am Leben lassen. Er ist zwar so ein Werwolf-Typ, aber Laura weiß doch, dass man die platt machen kann, wenn man den Werwolf platt gemacht hat, der dich infiziert hat. Das weiß sie doch. Also gibt's doch immer noch die Möglichkeit, dass man den Ur-Werwolf findet. Na, vielleicht denkt sie ja gar nicht so. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so, wie wir uns das denken. Vielleicht funktioniert das ja gar nicht. Doch. Also wenn das mit der Kettenreaktion schon nicht funktioniert, aber denjenigen, der dich direkt infiziert hat, kannst du doch mit einer Silberkugel erschießen und dann verwendest du dich zurück. Ja. Das wurde so schon aufgedeckt. Ja, deswegen will sie ja Chris töten. Alright. Also. Richtig. Richtig, weil Chris ist natürlich dann ihr weniger wert als ihr Dings. Wie hieß er? Ihr Freund. Nennen wir ihn einfach Willi. Nein, der hieß auch gar keinen Fall Willi. Wir müssen erstmal gucken, ob wir seinen Namen vielleicht nochmal wieder kriegen. Okay, ja, das ist ihr Motiv. Ist die Frage, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir Chris Hackett wirklich töten? Eher nicht? Nein. Nein, das wollen wir nicht. Ja, es gibt auch Alternativen, oder? Ja. Ja. Ernsthaft, es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht.
sagt nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissenen. Max, und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nickmann. Stopp, oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ja, nicht also, aggressiv, ne? Also der kann immer, ich finde es irgendwie so low, dass Ryan immer nur entweder das eine Extremum sein kann oder das andere. Du kannst entweder richtig aggressiv sein oder total weich, du kannst keine Mitte nehmen oder sowas. Mal so ausgeglichen, neutral, herantastend. Nö. Nee, wir sind da natürlich freundlich. Es geht nur voll rein oder, ja. Voll raus. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Hier wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil es von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Mit einer Hand. Hä? Eine Stunde vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Wenn er den Van von Anfang an hätte reparieren können, dann würden wir auch alle gar nicht hier bleiben müssen. Dann hätten wir einfach gleich abziehen können. Das kann eigentlich nicht so einfach sein. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Okay, jetzt sind wir also sie. Was du nicht sagst. Hier stimmt was nicht, ist ziemlich offensichtlich, würde ich sagen. Ja, aber misstrauisch, ich glaube, dann geht's so in die Schiene, dass wir Ryan verdächtigen, er würde uns in eine Falle locken oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Und das denke ich eher nicht, weil dafür gibt's nun wirklich keinen triftigen Grund. Aber haben die nicht das Haus sogar gesehen durchs Fenster? Also so schwer kann der Weg ja wohl nicht sein. Naja, das ist die eine Sache, etwas, ein großes Gebäude von weit weg zu sehen und die andere durch den Wald dahin zu finden, würde ich mal sagen. Ja, das sah aber gar nicht mal so weit weg aus. Das sind Teenager in einem Horrorfilm. Die können nicht 3 Meter weit laufen. Ja gut. Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Hä? Dann kann es nicht das Haus sein, dann kann es kein Haus sein, in dem wir schon mal waren. Ich habe gedacht, das ist wieder die Lodge vom Anfang. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, Gott. Aber er ist trotzdem ein Werwolf. Wieso bist du so? Hier kann man auch wieder bockig sein. Naja, also bei aller Liebe, aber diejenige, die sich hier jetzt gerade ein bisschen bitchig verhält, ist ja wohl eher sie und eher weniger er. Er versucht eigentlich nur die ganze Zeit da irgendwie wieder defensiv rauszukommen und nicht so viel rumstreiten zu müssen. Ja, also das stimmt. Würde ich eher Nachsinn nehmen. Ja. Bockig sein hilft hier, glaube ich, überhaupt nicht. Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Ryan ist leider sehr naiv. Wenn es keinen anderen Weg gibt.
Du gehst vor. Ach, der ohne Waffe geht vor. Das ist eine ganz neue Regel. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin. Aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Das hat ihr jetzt nicht gefallen. Ja, wir sind hier auf jeden Fall mitfühlend. Na gut, wenn du das sagst. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wolltest du etwas wütend reagieren? Gesagt. Klar. Ja. Laura. Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, Footstrap! Das war gerade irgendwie weird. Hab dich. Dann fallen sie stumpf einfach beide runter. So ein Scheiß. Alles okay? Laura? Oh Gott. Sie verwandelt sich auch. Das Blut durchscheut das Nass. Toll. Oh mein Gott, Laura. Ach du, heilige Scheiße. Darf ich mal? Sie wurde gebissen. Ruhig, hier. What? Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße. Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ach, ihr Körper regeneriert sich wahrscheinlich, wenn sie sich verwandelt, ne? Sie fragt, ist da was Gelbes im Auge? Ihr ganzes Auge leuchtet einfach total in Gelb. Oh shit, ey, sie verwandelt sich. Das ist echt nicht gut. Ja, das war uns doch schon bekannt. Und dann hat sie auch noch die Waffe. Wenn die sich jetzt verwandelt, dann ist Ryan Geschichte. Ja, das ist nicht gerade schlau von der Waffenverteilung. Bestimmt noch von den Arbeitern. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Aber die Frage ist ja dann, wie ist denn der allererste von denen entstanden? Das ist eine gute Frage. Ihr gut. Ist hier hinten denn noch irgendwas? Ich find's ja auch gut, wie hier jeweils an den Enden immer so eine Anordnung von Steinen ist, so als ob man da irgendwie hochklettern könnte. Naja. Also einen halben Meter kannst du da bestimmt hochklettern. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Muss wohl. Okay. Mehr ist hier nicht. Das ist enttäuschend. Was hast du denn erwartet, was da ist? Eine Karte. Zum Beispiel.
Glaube ich nicht. Irgendwas Brauchbares. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da vorne nichts mehr ist. Oha, heute mal abenteuerlustig. Ich will einfach nur nicht den Weg zurücklaufen. Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Jetzt sind ihre Augen nicht mehr gelb. Hat sich wieder zurückgebildet. Ob sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Nee, das war ja gar nicht so laut. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Hey. Vorsicht. Ganz kurz sahst du aus, als ob sie ihn erst geschubst ja. hat. Und danach ich hab's auch gemerkt. Was war das denn? Ich hab's auch gesehen. Sah interessant aus. Was war das denn für eine Animation, WTF? Erstmal so nochmal ins Wasser schubsen, dann darf er den Weg nochmal hochlatschen. Ja. So auf Trollbasis angelehnt. Ne, wenn man schon kurz vorm Abnippeln ist oder zum Werwolf gleich wird, kann man nochmal ein bisschen Spaß haben. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Ja, wirklich uncool, dem das jetzt einfach so zu sagen in dieser Situation. Ach. Ja, guck mal, jetzt hat er keinen Bock mehr. Er hat so Angst, dass er gleich da stehen bleibt. Ich meinte ein Sandwich, oh, Digga. Mann, ist das hoch. Bestimmt. Wow. Ich meinte doch nicht dich. Sandwich bekanntermaßen die Lieblingsspeise eines Werwolfs. Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Warum liegt hier einfach so Haut rum? War den Jägern langweilig, oder was? Man weiß es nicht. Ordentlich tief. Yep, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Guck dir das mal an, man sieht den Boden gar nicht. Höhenangst ballert. Ja doch, da ist doch Wasser. Du siehst doch das Wasser da unten. Ja, aber man sieht den Boden nicht direkt. Man sieht bloß die Spiegelung noch vom Wasser. Ja, aber du siehst ja, wo das Wasser quasi ist. Naja. Das Wasser ist halt nur tief, deswegen siehst du da runter. Also du siehst halt nicht den Grund. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Ja. Ja, schon. Basically. Was für eine Schublade. Okay, sie rafft's nicht. Na, nur wenn wir den Weg gehen, rafft sie nicht. Aber das Gesicht, was sie gerade macht, das würde dazu passen, für die Aussage. Ja. Was für eine Schublade. Schon gut, vergiss es. Okay. Machst du das immer so? Was denn? Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh, wow, charmant. Ich nehme an, du bist Single? Ja, wieso? Ach, nur so? Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. So, Digga. Ach so, einfach so. Es ist ein Quicktime-Event. Glaubst du, die machen vorher eine Ankündigung? Ist wohl eine Menge ja. Spinat. Also,
Willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Warum braucht man dafür ein Quicktime-Event? Was passiert, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe? Ja, dann bricht dieses, dieses Brett halt nicht da weg. Ach so, dann bleiben die einfach da stehen. Ende der Geschichte. Oh, das Rad des Schicksals. Das hört sich insane an. Das müssen wir nehmen. Jetzt kommen nur so krasse Sachen hier. Da kommt die ganze Offenbarung. Sieht gut aus. Da wird das Ende gespoilert. Digga, das Spinnennetz ist einfach so groß wie die halbe fucking Wand. Ist vielleicht eine große Spinne. Ja, das sind sehr, sehr große Spinnen. Da ist ein Loch in der Wand. Vorsicht. Splitter. Halt's Maul. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol. Von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut. Dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Das ist so klischeehaft. Was hast du erwartet? Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Man sah sie nie wieder. Nee. Wenn hier einer stirbt, dann würden wir das genau sehen. Ist überhaupt schon einer gestorben? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber wo ist Jacob hin? Das ist eine gute Frage. Von dem Jacob und Emma beide, ne? Ich meine Emma, aber Jacob hat man ja, von dem hat man ja nie wieder was gehört. Na, der ist ja, doch in dem Käfig. Doch. Ja. Ich habe mich auch gerade daran erinnert. Der wurde doch gefangen genommen. Was ist denn hier passiert? Du kannst wirklich ehrlich sein. Ja. das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Nick will nicht gesucht werden, glaube ich. Nee. Den zu finden wäre jetzt auch nicht das Beste, was man machen kann. Man sollte warten, bis der Vollmond verschwindet und ihn dann suchen. Was? Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da? Ich... Jacob? Emma? Sind sie... Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arsch, Kumpel. Dein Ernst? Wenn du durchs Fenster sehen, wer das aufmacht. Oh shit. Es brennt. Oh mein Gott. Junge, der Junge, der Typ hat echt keinen guten Tag. Ja, tut mir leid. Der muss echt viel durchmachen. Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer. Was? Da sind Fenster in dem Auto. Luft erfrischer. Hä? Och, wie klischeehaft. Wie in so einem Comic, Digga. Das war nicht im Van.
Man bemerkt erst, dass es nicht wehtut, wenn einem gesagt wird, dass es nichts ist, was wehtut. Ich glaube, Luftverfrischer in die Augen gesprayt zu bekommen, tut auch erstmal weh. Ja, aber nicht so sehr wie Pfefferspray. Ja, das ist klar. Deine, Ich brauche erst jemanden, der ihnen Zeichen gibt. In der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Okay. Also der Motor ist im Arsch. Ach was. Was auch sonst. Also, das Ding nicht noch in Flammen vorhin? Wenn ich könnte, würde ich es glatt machen. Warte. Vielleicht kann ich's. Okay. Sie ist gaga. Die Straße rauf ist ein Schrottplatz. Wir suchen da einen Wagen. Das könnte klappen. Klingt weit hergeholt. Gibt bestimmt viele gute Autos auf einem Schrottplatz. Was Besseres vor? Hast du eine bessere Idee? Also zu ihr würde die Antwort auf jeden Fall passen. Ja, würde ich auch sagen. Ja komm, wir waren jetzt die ganze Zeit nett, jetzt muss mal wieder ein Hieb kommen. Hast du was Besseres vor? Nicht sterben? Ja, fände ich auch gut. Also hauen wir endlich hier ab. Okay, gut, nur weil du hier mit Logik Sinn machen willst, riskiere ich nicht Kopf und Kragen. Hä, warum das denn nicht? Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Okay, ja, Abby, komm mit mir. Ganz sicher. Viel Glück. Und trennt euch nochmal. Gute Idee. Aber wieso geht ihr denn nicht zusammen auf den Schrottplatz? Ich weiß ja auch nicht, was mit denen ist. Also ich würde mich da jetzt nicht in den Keller setzen. Natürlich. Haltet nicht irgendwie die Tür auf oder so. Nein. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Hm? Ist das deine Mutter? Ja, das ist die Tussi, die bei den Käfigen war, oder nicht? Ja. Ja. Und die arbeitet offenbar mit dem Kopf zusammen. Ja. Beziehungsweise der Kopf weiß Bescheid, dass sie die da unten hält. Naja, der gehört halt auch zur Familie, ne? Sag mir nicht, diese Familie ist so krank und die Herrscherin. Sag mir nicht, diese Familie zähmt sich da unten, diese Viecher. Da stellt die quasi her, produziert die. Herr Lang, komm schon. Es würde irgendwie nicht so ganz zu dem passen, was wir jetzt von dem Kopf gesehen haben. Es würde auch wenig Sinn machen, so für die eigene Sicherheit, ja, ne? Ich meine, die Jäger mussten ja auch immer wieder ihr Leben aufs Spiel setzen, um diese Viecher wieder zu suchen. Das Geschäft lief wohl ganz gut. Vor allem, was nützen dir die Viecher? Die kriegen die ja offensichtlich nicht gezähmt. Ja, also warum machen die das? Vielleicht sperren sie die auch nur ein, damit die halt nicht andere noch. Und lassen sie vielleicht auch beim Vollmond dann wieder gehen. Oder aber untersuchen sie dann weiter oder lassen sie für immer dann da. Wer weiß. Shit. Armes Kind. Riesenkopf. Wer ist Bobby? Einfach ein Junge, der Bobby heißt. Ist das so ungewöhnlich? Junge, wie viele Karten sind hier? Junge, wir haben die Herrscherin und den Herrscher gefunden. Heftig. Machen die einen Unterschied? Anscheinend. Also ich glaube, so viele Karten, ey, das ist ja heftig. Vielleicht finden wir ja noch fünf weitere. Ja, das bringt uns halt nichts, wenn wir immer nur eins nehmen können. Aber wir haben ja auch immer noch das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Ernsthaft? Vorsicht. Bin okay.
Er rutscht einfach auf dem Blut aus fast. jetzt gehen die da in den Raum, wo sie die Viecher halten. Das kommt direkt von vorn. Nein. Lass Jacob frei, der wurde nicht mal gebissen. Jacob ist keine Gefahr. Oder aber wurde er von diesem Viech doch gebissen? Himmel, was ist mit dir los? Welchen Käfig? Ja, welchen Käfig öffnet er jetzt? Mach lieber nichts, mach lieber nichts. Er rennt nämlich gerade in Richtung Nick. Junge! Ach, er wollte den Großen jetzt gerade öffnen, wo die beiden Kleinen miteinander verbunden sind. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Er steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich hab den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Okay. Ryan hätte einen Schock gekriegt, wenn wir das gemacht hätten. Aber er sagt auch nichts vorher, ne? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee, nicht meine kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, du mieses Stück Scheiße! Nicht die kleine Kaylee! Du Scheißkerl! Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ja, vielleicht. Ist die irre? Hey, was denn aufhalten? Mach lieber nichts. Oh. Laura. Was hast du getan? Wir hätten sie aufhalten sollen. Ihr habt gerade Nick über den Haufen gepustet. Ja. Was rufen? Nee, jetzt kommst jetzt wirst du schön vom Kopf festgenommen, du Bitch. Feigling! Hey, Ma! Schick Bobby runter! Ja, der Große ist wahrscheinlich Bobby, oder? Ja, deswegen auch dieser große Schädel. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Sterben die denn tatsächlich, wenn sie in dieser Form sterben überhaupt? Komm. Können die dann... Hast du mich vermisst? Oder regenerieren die dann wieder? Nee, ich glaube, dann sind die auch tot. Wenn du sie mit Silberkugeln killst. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass Laura da auf den Käfig zielt. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Werden die Kapitel irgendwie immer kürzer? Besseres hat sie auch nicht verdient. Das kann sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Das nehmen wir. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Ja, komm, Oma, jetzt laber nicht so viel. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten?
sollen sie einander zerfetzen und verrotten. Das ist aber auch irgendwie fies, dass du immer nur einen Hinweis kriegst, ne? Also, wir haben ja nichts von dem, was da passiert ist, was du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Bei manchen Situationen hier musst du wirklich frei aus dem Bauch heraus entscheiden, weil du gar nicht diese Situation irgendwoher kennst. Ja. Weil hätten wir schon mal irgendwo gesehen in der Vision, dass Laura da irgendwo in so einem rauten Raum steht und dann irgendwie schießt, dann hätten wir natürlich jetzt aufgehalten. Na gut, das Rad des Schicksals soll es also sein. Na klar. Einmal das Rad des Schicksals, bitte. Einmal das Rad des Schicksals. Hey. Er wollte nicht. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Schlimmes Schicksal. Ja, entweder war das Laura, die ihn gekillt hat, oder das war hier, Chris. Richtig. Ich tippe auf Laura. Gut möglich. Aber gut, das ist das Ende meines Parts.